Dann sind wir jetzt wieder auf dem Heimweg. Hey. Und das ohne wirkliches Verlaufen. Da bin ich ja schon fast stolz auf mich. Wobei, wenn die Fahnen jetzt nicht gewesen wären, hätten wir den Raum nicht gefunden. Oder ich hätte ihn nicht erkannt. Mit Sicherheit. Aber netter Aus... Wir haben schon wieder zwei Bögen. Also Bögen droppen die ja wie Hulle, ne? Das ist ja irre. Aber immer ohne Verzauberung, die Säcke. Ja, hier geht's raus. Aber ein Hammer im Höhlensystem, muss man sagen. Ich bin da echt begeistert von. Könnte ich eigentlich noch ein paar Stunden drin rumrennen. Es ist dunkel. Ja. Es ist ein Wahnsinn. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, da können wir ja noch schnell pennen. Aber am Anfang der Folge wäre das ja... Ach komm, wir pennen am Anfang der Folge und naja, ne? Wird die Folge halt auch ein Tick länger, obwohl wir nicht mehr im Höhlensystem sind. Außerdem regnet's. Das muss ja auch nicht sein. Gute Nacht. Ach ja. Gut. Tu mal Redstone schon mal direkt weg. Lapis auch direkt weg. Und das und das und keine Ahnung. Und da draußen brennt einer. Sehr schön. So viel Rotten. Wir hatten doch noch eine Eisenhose an, oder? Die ist schon hops. Das ist ja Hammer. Das erklärt vielleicht auch, warum wir so einen harten Schaden gekriegt haben. So. Die ist weg. Schon zweimal Golden Boots, wofür auch immer. Sollen wir das da alles rausholen? Ich glaube nicht. Die Enderlichen Bedrods, die werden wir auf jeden Fall jetzt pflanzen gehen gleich. Das wird hier alles Feuer und Flamme ist wieder. So, was habe ich denn jetzt alles rausgenommen? Pfeile? Nicht wirklich was für hier rein, ne? Doch, das Redstone. Wo ist denn das? Hat man... Da noch. Pfeile können wir da rein tun. So. Ja. Passt nicht. Knochen. Da. Und da. Gunpowder haben wir hier gar nicht mehr drin wahrscheinlich. Da ist noch Kohle. Die haben wir auch noch hier. Fäden haben wir sowieso noch nirgends. Gut. Nein, die brauchen wir. Die flitschen wir jetzt einfach auch mal da rein. Die, oh, 11 Diamanten haben wir jetzt. Sehr schön. Die flitschen wir da rein. Das flitschen wir da rein. Wobei, zwei davon brauchen wir auf gar keinen Fall. Die gehen wir pflanzen. War es eine Hose? Hat man die Hose nicht an? Ich habe keine Ahnung. Wir ziehen sie auf jeden Fall jetzt mal an, die zwei Sachen hier. So. Das tun wir da rein. Da rein, habe ich gesagt. Das kann da rein. Wollte jetzt auch nicht so, wie ich wollte. Haben wir noch ein Brustteil. Warum ist hier ein Brustteil? Wenn der Rest von der Rüstung hier war. So ein Quatsch. Das da rein, das da rein, das da rein. Wo haben wir denn die Essenceberry Bushs? Da hinten drin? Wir hatten doch noch mehr. Ach da. So.
Ach, Gunpowder hatten wir hinten an der Schmiede. Okay, so, dich anziehen, wird zwar beides relativ schnell kaputt gehen, aber egal. Warum habe ich die Brust jetzt hier in der Tasche? Weil ich das Eisen hier reingelegt habe. Ich bin ein Held, ehrlich. Das wird wahrscheinlich wieder alles nicht passen. Doch, passt. Oh, ich bin baff. Ich bin baff. Da kann man kein Uses für. Da, ja, und hier steht bla bla. Wobei mir da was einfällt. Endstone. Endstone, weil auf End. Obsidian, Liquid Ender. Verdammt. Gäbe ein Endstone. Obwohl, wir haben ja noch eine Enderperle. Oder Sandstein und Liquid Ender. Weil das würde sich lohnen, dann wächst das nämlich schneller. Jenen hier. Aber egal, wir pflanzen das jetzt erstmal so. Das Bedrot und auch die zwei Enderperlen. So. Zack. Ich weiß gar nicht, kann man den Wachstum, da wollte ich dich auch gar nicht hin tun, den Wachstum beschleunigen mit Bone Meal, was ich jetzt sowieso nicht in der Tasche habe. Aber könnte man es? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es aber nicht. Es wäre schön, wenn das gehen würde. Das war nett von dir, dass es direkt nachwächst. So. Das ist wieder einfach nur so eine Vorratsgeschichte, falls wir irgendwann mal wieder Wolle brauchen, dass wir sie nicht unendlich farmen müssen. Na, Helena, ich habe einen Nametag für dich. Ich könnte dich jetzt taufen. Habe ich das noch in der Tasche? Nee, das habe ich sogar hier. Okay. Könnten das also theoretisch machen. Finde ich auch nicht schlecht. Und ich hätte sogar eine Rüstung für sie. Es ist übrigens falsch, eigentlich rein vom Sicherheitsdenken her, dass wir Hector die goldene Rüstung gegeben haben. Ich meine, das sieht schöner aus, aber eine goldene Rüstung ist ja schlechter als eine Eisen. Ja, zumindest was unsere Rüstung anbetrifft. Und ich gehe mal davon aus, dass das bei den Pferderüstungen genauso ist. Und da muss man klar sagen, Hector ist der jetzt despawned? Weil hier lag doch ein Knochen. Hector ist, ja, mein Favorit, was hier irgendwelche Sachen anbetrifft. Wie viel sind da drin? Bei mir? Okay. Ich nehme einfach mal 10 mit, wenn wir jetzt rausgehen. Ich will das ausprobieren. Und ansonsten reiten wir mal ins Dorf wegen, weil Emerald. Mal gucken, was wir da so handeln, womit wir da handeln können. Was wir dann eh nicht haben werden, aber, ne? Oh, das ist schon einmal gewachsen. Das ist natürlich cool. So funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht. Sie ploppt raus. Ernsthaft? Das ist ja interessant. Das ist interessant. Das wusste ich echt noch nicht. Aber hier, das müsste ja gehen. Ja. Nee, ne? Nee, ne? Och, nö. Da kam kein Seed bei raus und man kann die nicht zu einem Seed craften. Wie gemein ist das denn? Alter.
Mann. Was eine miese Geschichte. Na komm, wenn wir jetzt mal hier sind. Vielleicht können wir ja für Weizen was erhandeln. Ich glaube zwar nicht, dass es dann Emerald sein wird. Aber mit Weizen kann man ja oft handeln bei Villagern. Also nehmen wir hier mal ein bisschen was mit. Weil wenn wir was haben, dann ist es Weizen. Ne, würde ich mal behaupten. Zumindest haben wir die Chance, da sehr gut dran zu kommen. So. Können wir liegen lassen? Nein. Warum fehlte da eins? Habe ich da eben so aus Versehen mal so querbeet reingeschossen oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber wovon habe ich schon Ahnung? Nicht viel, ne? Wahrscheinlich. Ja doch. So, bei dem einen oder anderen Sache habe ich sogar Ahnung. Aber, naja. Komm. Das war jetzt natürlich cool. Brauchen wir da immer nur zwei? Ich dachte, man bräuchte drei da immer. Keine Ahnung. Womit wir wieder bei der keine Ahnung werden. Also das mit der roten Beten hier, das ist aber, ne, das ärgert mich jetzt. War das Pech, dass da kein Samen rauskam? Ärgert mich jetzt immens. Naja, bis morgen.